Nazis sind noch überall in Wien, Viktor. Überall in Österreich. Sie leben ganz normal und ungestraft. Als wäre nie etwas geschehen. Kannst du dich an meinen Mathematiklehrer erinnern? Ja. Meine Mitschüler haben mich jeden Tag ausgelacht. Und du hast dich nie gewehrt? Nein. Sonst hätten sie wahrscheinlich dich dafür eingesperrt. Ich fahre morgen mit Frau Frenkel in die Schweiz. Ich muss auf die Bank. Und du gibst das hier bitte einem Bekannten von mir. Wer? Ich habe dich für 10 Uhr angekündigt. Die Adresse habe ich dir aufgeschrieben. Und sei bitte pünktlich. Die Verhaftung von Eichmann hat Schlagzeilen gemacht und mein Gesicht war in den Zeitungen. Seither nennt man mich auch in Wien ernster, ein bisschen zumindest. Dafür muss die Polizei jetzt meine Tochter zur Schule bringen. Aber Sie wissen ja, Eichmann war nur die Spitze eines Eisberges. Mengele, Brunner, Heim, Murer und all die anderen. Wahrscheinlich leben in Österreich hunderte Nazi-Verbrecher unbekümmert in Freiheit. Und in Deutschland sind es bestimmt noch viel mehr, nicht wahr? Man kann die nicht vor Gericht bringen. Nur ein Don Quixote würde versuchen, Strafverfahren gegen Nazis in Gang zu bringen. Wieso? Diese Nazis leben unter falschen Namen als Anwälte, Lehrer, Unternehmer. Viele von ihnen sitzen heute sogar in den Ministerien. Und dort verdecken sie altes Unrecht und schaffen zugleich Neues. Aber ihr Vater will offenbar ernsthaft den Versuch unternehmen. Die Weizmanns gehen weg. Nach Amerika. Wirklich? Ja. Der Weizmann sagt, dieses Leben hinter verschlossenen Türen, das hält einfach nicht mehr aus. Aber das ist doch eines der Ziele unserer Gemeinde. Dass genau das schon bald wieder möglich sein wird. Wohin gehst du in Wien mit der Kippa auf dem Kopf, ha? Sei ehrlich. Darum geht's doch nicht. Dem Weizmann schon. Was glaubst du, wie viele da draußen würden sofort wieder Heil Hitler schreien? Für die sind wir immer noch die geizigen Juden. Halsabschneider. Und den anderen sind die Schwarzen zu schwarz. Ich muss dir was zeigen, Viktor. Und ich möchte dir jemanden vorstellen, aber das muss bitte unter uns bleiben. Du hast deine Mutter und deine Schwester in Mauthausen verloren. Und seine Tante. Und seine Großeltern sind vor seinen Augen abgeschlachtet worden, in einem Versteck im Wald, mit einem Schächtmesser. Und du? Ich habe mich durchgeschlagen. Allein im Wald. Als 8-jähriges Kind. Mhm. Weißt du, wer ich bin, Viktor? Ich kümmere mich darum, dass euch, deinem Vater, dir, deinen Freunden,
dass uns allen nichts passiert, Herr Enwin. Und dafür brauchen wir solche Leute wie den Ari und wie dich. Und wie soll das aussehen? Schau, die Synagoge zum Beispiel. Was ist, wenn jemand auf die Idee kommt und dort eine Bombe hineinwerfen will? Oder Waldos um sich schießt, weil er Juden hasst? Das müssen wir verhindern. Was kann das sein, dass du mir zeigen willst? Was soll das, Ari? Ich habe keine Lust, wegen einem Bubenstreich Ärger zu bekommen. Das ist etwas, was wir vielleicht noch brauchen werden, Viktor. Bitte sehr. Die haben unsere Väter aus Israel mitgebracht. Aber diese Männer sind jetzt schon zu alt, Viktor. Du und ich und unsere Freunde, wir müssen jetzt die Augen offen halten. Also, ich glaube, dass wir diese Waffen wohl nie wieder brauchen werden. Nicht kennenlernen. Was hast du über mich erzählt? Naja, dass du noch nicht so lange da bist, weil du in England studiert hast. Fand's nix eigentlich. Sie sind da nicht so offen. Das glaube ich zumindest. Offen? Sie sind katholisch. Sehr katholisch. Was sagen Sie eigentlich dazu? Davon wissen Sie auch nichts. Papa? Hallo? Wiesenthal hier. Ist Ihr Vater zu sprechen? Ich glaube, er schläft schon. Vater hat mich gebeten, jemanden ausfindig zu machen. Kurt Gogel, ein SS-Unterscharführer und ehemaliger Kommandant im KZ Mauthausen. Dieser Herr war für hunderte Ermordungen verantwortlich und lebt heute völlig unbescholten am schönen Wolfgangsee. Dort hat er den Namen seiner Frau angenommen, Hartinger. Woher wissen Sie das? Ein ehemaliger Mauthausener hat es mir berichtet, der in der Gegend Urlaub gemacht hat. Der hat ihn zweifelsfrei erkannt. Dieser Gogel ist dort als Kurt Hartinger Direktor an der Volksschule und eines der sozial wertvollsten Mitglieder der Gemeinde. Kennen Sie den etwa? Thank you.
Sie sind also Schneider, wenn ich das richtig verstehe. Nicht direkt. Wir handeln mit Stoffen. Haben aber auch eigene Kollektionen. Der Herr Dessauer ist Unternehmer. Ah ja. Es ist ein Familienbetrieb. Ach so. Seit wie vielen Generationen denn? Mit mir sind es 4. Die Nazis haben uns enteignet. Aber mein Vater hat 3 Jahre gegen den Ariseur gekämpft und den Betrieb wieder zurückbekommen. Mehr oder weniger als Ruine allerdings. Also bist du ein Jude oder so? Ja. Puh. Und jetzt läuft er wieder, der Betrieb? Müssen wir dauernd über Viktors Beruf sprechen? Also ich wusste ja nicht, dass es sowas noch gibt in Wien. Juden. Ja. Sehr viele sind ja umgebracht worden von den Nazis. Und meine Familie hat zum Beispiel nur mein Vater überlebt. Was machen Sie eigentlich beruflich, wenn ich fragen darf? Er ist Abteilungsleiter in einer Möbelfabrik. Das habe ich dir doch schon gesagt. Die ist ja dann vielleicht auch arisiert worden. Nein, das glaube ich nicht. Also, sicher nicht. Eigentlich war es von mir dumm, dass ich es ihm nicht vorher gesagt habe. Was? Dass ich Jude bin? Meine Eltern haben sicher nichts gegen Juden oder Neger. Ich habe selbst lange nicht gewusst, dass du... Ich habe das Gefühl, irgendwie sind wir Juden hier immer noch. Immer noch unerwünscht. Das stimmt nicht, Viktor. Die meisten Leute wissen nicht einmal, was damals alles wirklich passiert ist. Manchmal komme ich mir wirklich vor wie in einem Ghetto. Ja, oder wie so ein übrig gebliebener Kriegsflüchtling. Also du bist da schon sehr empfindlich in dem Punkt. Empfindlich? Kompliziert. Kompliziert? Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das nennen soll. Was hat eigentlich dein Vater im Krieg gemacht? Wir brauchen Zeugen. Zeugen, die bereit sind, ihre Aussagen gegen Gogol vor Gericht zu wiederholen. Wiederholen? Die Amerikaner haben vor dem Militärgericht in Dachau unzählige Fälle aus Mauthausen verhandelt. Gogols Name ist dabei mehrfach gefallen, aber er war ja untergetaucht, lebte unter falschem Namen. Und jetzt kriegen wir ihn. Was können wir tun? Wir klagen ihn an. So einfach geht das nicht. Wir müssen einen Aufruf bei der Organisation ehemaliger Mauthausener starten. Vielleicht finden wir Zeugen, die mutig genug sind, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und bis dahin? Besser wäre vielleicht, du verfasst einen Brief, Paul. Darin beschreibst du, welche Gräueltaten von Gogol du mit eigenen Augen gesehen hast. Ich fürchte, das kann ich nicht. Doch, Papa, wir schaffen das. Ich helfe dir. Und dann? Leite ich diesen Brief an das Innenministerium weiter. Dann müssen sie reagieren. Schreiben für dich. Vom Landesgericht Salzburg. Ich bin mir sicher, Herr Rath, dass die Zeugen mich mit dem Hartmann verwechseln. Der war ranghöher als ich. Der hat öfter einmal zugeschlagen, ja. Ja, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Gottfried Hartmann, Obersturmbannführer, SS-Obersturmbannführer, ist später irgendwo in Russland gefallen.
Das wird sich herausstellen, wenn wir die Zeugen gehört haben und sie von Ihnen identifiziert worden sind, Herr Gogel, oder auch nicht. Herr Rath, unter dem Helm haben wir doch alle gleich ausgeschaut. Wir haben doch alle den gleichen Haarschnitt gehabt. Nur Mut, Kamerad. Ruhe unter den Geschworenen. Ruhe. Es gibt übereinstimmende Aussagen, wonach Sie vor wenigen Wochen den Belastungszeugen Richard Kuhn in Weitra im Waldviertel aufgesucht haben. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ich wollte Erinnerungslücken auffrischen. Ich wollte wissen, wie das damals gewesen ist. Mir Gedächtnisstützen holen. Vieles habe ich auch vergessen wollen von dieser furchtbaren Zeit. Meine Frau hat mit Ihnen telefoniert, Herr Kuhn. Was wir damals im Einzelnen gesprochen haben, das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Herr Kuhn war Augenzeuge von Geschehnissen, die sich 1944 an der sogenannten Fallschirmspringerwand in Mauthausen ereignet haben sollen. Ich zitiere: Gogel hat so lange auf einen alten Mann eingetreten, bis er tot war. Und einen anderen Mann haben Sie laut dieser Aussage den steilen Abhang nach unten gestoßen. Auch dieser Mann war tot. Nein, das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Jetzt hat Herr Kuhn plötzlich seine für Sie so belastende Aussage völlig überraschend zurückgezogen. Das kann ich Ihnen erklären. Das ist ja eben diese Verwechslung. Immer wieder haben mir Kameraden, aber auch Inhaftierte, haben mir das gesagt, ich soll aufpassen, ich soll vorsichtig sein, ich werde mit dem Obersturmbannführer Hartmann verwechselt. Und genau so war's. Genau so war's. Die Zeugen haben ihn alle eindeutig erkannt. Und auf ihn gezeigt. Und sie haben die schrecklichsten Dinge erzählt. Aber manchmal hatte man im Saal irgendwie das Gefühl, wir sind wieder im Jahr 1938. Okay, Viktor. Glaub mir, ich hab da keinen Spinner. Unser Anwalt hat gesagt, dass die Anschuldigungen erdrückend sind. Aber das Strafmaß wird bestimmt ein Thema sein, weil bei solchen Verfahren nach so vielen Jahren... Hey, du, ich muss aufhören. Wieso? Ich übertreibe wirklich nicht. Meld dich morgen wieder, ja? Ärgerst du dich über mich? Nein, ich muss nur aufhören. Gute Nacht. Na? Die Zeitung schon gelesen heute? Nazi-Jäger bleiben unerbittlich. Na, dein jüdischer Freund macht Schlagzeilen. Ich möchte, dass du in Kontakt zu dem einstellst. Sofort. Glaub mir, es ist besser für dich. Aber das ist... Fati, du übertreibst. Du hast mich verstanden. Herr Wiesenthal, eine Frage. Wem nützen eigentlich solche Prozesse? So ein Mensch wie der Gogel, der hat sich doch über die vielen Jahre längst wieder sozial und politisch integriert. Kann man den nicht einfach in Ruhe lassen? Es gibt nicht zweierlei Maß, um Schuld zu messen, mein Herr. Nur das Gesetz kann unsere Antwort auf eine Zeit der Gesetzlosigkeit sein. Lassen Sie uns drinnen warten, Viktor. Er hat unser Kind erschossen. Susanne. Sie war gerade einmal 6 Jahre alt. Vor unseren Augen. Der ist ja durch den Rost gefallen. Ruhe! Aufhören mit dem Theater! Schmierenkomödie! Ruhe im Saal! Der Zeuge kann infolge deutlicher Gefühlserregung nicht mehr weitersprechen. Sie sind entlassen, Herr Dessauer. Nein, nein. Und dann, nachdem meine Frau und ich das mit ansehen mussten, und dann, als Mila auch tot war, da hat er sich vor mir aufgestellt und mir die Waffe in den Mund gesteckt. Er hat mir in die Augen geschaut und gesagt: Nein,
Dich lasse ich leben. Dann kannst du den anderen Häftlingen erzählen, was ihnen blüht. Wenn sie nicht gehorchen. Jetzt auf jetzt. Ruhe im Saal! Spritze gegeben und er schläft jetzt. Aber ich will ihn nach Wien bringen. Das war zu viel für ihn heute. Ich kümmere mich darum. Bitte! Ari, was soll's? Stopp! Wie? Komm, rüber! Da! Mach! Rechts ist frei! Bitte zu! Hier! Komm! Grüß euch, Mädels! Servus! Ja. Oh je! Ja! Na, geh! Komm schon! Komm! Ja, so mach ich besser machen! Schieß! Ja! Ja! Marina. Ja. Ja, ist geschenkt. Jetzt schon was? Wir haben sicher irgendwo noch einen anderen Ball. Oh. Ne? Komm, gehen. Den Ball bitte. Wie? Du sollst lauter reden. Den Ball. Ah. Also du, erst einmal heißt das bitte. Und zweitens gehört der Ball zu uns. Das ist ein Irrtum. Ja? Na, dann hol ihn dir, wenn du dich traust. Okay, wir gehen. Komm, bitte. Geh mal. Na komm. Du bist feig auch noch, Jüdlach. Ich bin echt überrascht von dir, dass du gleich so losgegangen bist auf den Typen. Es war dumm von mir. Du hast recht. Warum? Im Namen der Republik, die Geschworenen sind zu einem Urteil gekommen. Sie befinden den Angeklagten Kurt Gogel in allen 21 Anklagepunkten für nicht schuldig im Sinne der Anklage. Ich werde mit dem Staatsanwalt reden. Er muss seine Nichtigkeitsbeschwerde einbringen. Weswegen? Falsche Rechtsbelehrung der Geschworenen durch den Vorsitzenden. Sonst hätten die nie zu so einem Urteil kommen können. Es ist ein Verrat. An allen Opfern und allen Überlebenden. Wie groß sind die Chancen, dass das durchgeht? Das Ausland sieht zu. Der Prozess müsste neu aufgerollt werden. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen. Ich glaube, dazu fehlt mir die Kraft. Wenn wir aufgeben, werden wir vergessen. Wir schaffen das, Papa. Auf den Staat kann man sich nicht verlassen. Das konnte man nie. Das war immer so und das wird wohl immer so bleiben. Freiheit ist kein Geschenk irgendeines Staates oder des Himmels, Paul. Man muss darum kämpfen. Jeden Tag. Bitte.
warst du den ganzen Tag? Mit dem Auto durch die Gegend gefahren, wo ich schon lange nicht mehr war. Der Gogel sitzt jetzt schön mit seinen Nazi-Freunden in der guten Luft am Wolfgangsee, fängt Fische und denkt sich, wie blöd wir alle sind. Ich habe mich gefragt, ob man ihn vielleicht im Ausland anklagen kann. Wir müssen ihm Angst machen. Komm, zieh mir das Fell über die Ohren. Mit 5, 6 Mann. Das bringt aber den Gogel nicht ins Gefängnis. Und was, wenn wir es machen mit dem Eichmann? Ihn entführen und nach Israel bringen, erst jetzt. Warum nicht? Die Entführung ist sicher nicht das Problem. Klar, sicher nicht. Komm, wir überfallen ihn, betäuben ihn mit Chloroform, sperren den Kofferraum von dem Auto. Dann bringen wir ihn nach Israel und dort wird ihm der Prozess gemacht. 6000 Kilometer, zuerst auf der Fähre über das Mittelmeer nach Tunis, dann quer durch Libyen und Ägypten mit dem Gogel im Kofferraum. Was willst du machen? Hier rumsitzen und die Welt nicht verstehen. Vielleicht kann man ihn durch sein Gewissen bestrafen. Bitte, Victor, der hat kein Gewissen. Treffen wir uns alle noch beim Kirchen. Ja, ach, Madame, wir sind der Kurtl verarscht. Sein? Keine Ahnung. Zu spät? Was willst du hier? Ich möchte, dass sie die Wahrheit sagen. Der verschwindet, ja? Irgendwann werden Sie sich der Wahrheit stellen müssen. Tun Sie es lieber gleich. Willst du mir drohen, oder was? Lassen Sie meinen Mann in Ruhe. Er hat nichts getan. Er ist freigesprochen worden. Sie können nicht davonlaufen. Mein Vater und ich, wir werden Sie immer an die Menschen erinnern, die Sie umgebracht haben. Jeden Tag und jede Nacht. Geh, ruf jetzt die Gendarmerie. Ich verstehe einfach nicht, was in Ihnen vorgegangen ist. Wie Sie das alles getan haben. Ich? Hab überhaupt nichts getan, verstehst du? Und was Krieg heißt, davon hast du, Buban, mit dem Geld von deinem Vater und deiner Privatschule in England, überhaupt keine Ahnung. Mein Mann, du Sau-Idiot! Nicht lass uns, komm, ruf jetzt die Gendarmerie! Jeden Tag. Und jede Nacht. Solange ich lebe. Trau dich ja nicht mehr hierher. Hörst du? Auf meinen Grund und Boden. Ihr seid's doch die Verbrecher. Ihr weckt die Toten auf. Hallo? Viktor, Zimmermann hier. Die Staatsanwaltschaft hat die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgezogen. Was? Ja, das ist wirklich unglaublich. Aber wieso? Das haben Sie gestern bei einer Sitzung im Justizministerium beschlossen. Da muss politisch interveniert worden sein. Der Gogel ist damit endgültig ein freier Mann.
Gut, ich kümmere mich darum. Aber ohne dich und den Ari. Das wäre zu riskant. Am Ende erkennt euch noch jemand. Was ist? Wir bringen ihn ja nicht um. Du kommst mir so nachdenklich vor. Ich frage mich, wie das mit uns weitergeht. Wie meinst du das? Naja, wollen wir zusammenbleiben? Soll das ein Heiratsantrag werden? Noch nicht. Ja, das ist doch gut so. Ich will nämlich nicht werden wie meine Mutter, die den ganzen Tag nur den Haushalt führt und brave Ehefrau spielt. Ich glaube, niemand will so werden wie seine Eltern. Bei mir zu Hause sind's, naja, ziemlich aufgebracht wegen dem ganzen Wirbel. Das kannst du dir ja vorstellen. Was meinst du, wie aufgebracht wir alle hier es sind? Mein Vater hat mir verboten, dass ich mich mit dir treffe. Wieso? Weil ich Jude bin. Richte ihm von mir bitte aus, dass ich als nächstes die Geschichte von seinem scheiß Möbelhaus durchforschen werde. Und wenn sich herausstellt, dass ich... Ich möchte ganz ehrlich gesagt auch nicht jüdisch werden. Wirklich nicht. Und das hat jetzt nichts mit Nazi zu tun oder irgendwie so. Anna, du sollst nicht jüdisch werden für mich. Eigentlich sollte eine Religion oder ein Glaube etwas Verbindendes sein, oder? Wer ist das? Ich frage Sie nicht, ob ich Sie störe. Das sehe ich auch so. Darf ich? Wer hat das Recht zu morden, Viktor? Niemand. Wieso? Niemand. Kein Staat, kein Regime, kein Soldat, kein Mensch. Und trotzdem geschieht es, obwohl die Bibel es schon verbietet, nicht wahr? Offenbar hört der Glaube auf, wenn ein Führer in Fleisch und Blut erscheint. Dann vergessen die Menschen ihren lieben Gott schnell. Wenn es nach mir geht, sollte man Glauben und Politik sowieso nicht miteinander verknüpfen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ist was passiert? Sagen Sie es mir. Es wäre falsch, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Glauben Sie mir. Er ist ein Mörder. Ja, aber wir sind es nicht. Gewalt, Viktor, ist wie Unkraut. Es stirbt auch bei der größten Trockenheit nicht aus. Die Menschen rotten sich zusammen, um die Politik oder den nächsten Konkurrenten, einen Fremden oder Andersdenkenden zu tyrannisieren. Sie werfen Brandbomben, um ihre Ideale durchzusetzen, egal, ob es dabei auch Unschuldige trifft. Gewalt muss im kleinsten Keim erstickt werden. Wenn Unkraut einmal wuchert, kann es in kürzester Zeit überall sein. Und wie wollen Sie Unkraut ersticken? In einem gepflegten Garten hat es keine Chance zu entstehen. Und wenn es schon einmal da ist? Dann muss man einen Gärtner bestellen, der weiß, wie man damit verfährt. Ich mag Sie, Viktor. Ich mag Sie wirklich. Passen Sie bitte auf sich auf. Und auf Ihren Vater. Bitte, wer war das?
Zwei liegen in Salzburg im Krankenhaus. Die sind so zugerichtet, dass die Polizei sie noch nicht einmal hat einvernehmen können. Bei den anderen sind in letzter Sekunde geflohen. Wie ist es passiert? Der Gogel war in Begleitung von einem Freund und der hat sofort ein Messer gezogen. Dann war schnell ein Haufen anderer da, die haben Schlagringe benutzt. Werkzeuge, alles was zur Hand war. Die wollten wissen, von wem unsere Leute geschickt worden sind. Die können auch eins und eins zusammen sein. Du kannst irgendwo untertauchen, zumindest für ein paar Wochen. Ich besorge deine Pistole, die hast jetzt am besten immer bei dir. Nein, nein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Victor, du musst abhauen, sofort! Komm, hör auf mich, du musst los! Und mein Vater? Der ist im Spital. Mein Vater kümmert sich um ihn. Mehr kannst du für ihn nicht tun. Komm, lass dir eine Ausrede einfallen, dass du einen ehemaligen Schulkameraden besuchst in Italien oder sowas. Was ist, soll ich dir beim Packen helfen? Was kann an einer Reise schön sein, wenn man sie ganz alleine macht? Man entdeckt vielleicht eine neue Seite an sich selbst. Unsinn. Man ist einsam. Das werde ich ja herausfinden. Es sind nur ein paar Tage. Victor, wenn etwas Schlimmes passiert, gibt es drei Wege, damit umzugehen. Du kannst dich davon entweder erläutern lassen oder zerstören. Oder es macht dich stärker. Wenn ich dir in die Augen sehe, ich mache mir Sorgen. Wie lange fährt man eigentlich mit dem Auto bis nach Italien? Bis ans Meer? Aha. So 7-8 Stunden vielleicht. Das würde ich auch gerne mal machen. Das nächste Mal kommst du einfach mit. Wieso nicht dieses Mal? Weil dein Vater dich nicht lässt? Ja, und? Ich bin anderer Meinung als mein Vater. Ich finde, ich bin alt genug und es geht ihm überhaupt nichts an. Ja, hast du ihm das schon gesagt? Ich dachte, du willst mit mir zusammen sein, oder? Stimmt das etwa nicht? Stimmt nicht. Aha. Wieso dann auf einmal nicht mehr? Weil es gibt ein paar Dinge, die sollten wir besprechen. Bravo, Kinder. Ich danke euch. Danke, Herr Direktor. Was ist das?
Gut eingeschenkt. Zum Wohl. Zum Wohl. Grüß dich. Was magst du denn trinken, junger Mann? Ein Bier, bitte. Wo kommst denn du her? Salzburg. Großkopf, oder? Bier kommt gleich. Also die, die den Hartinger angezeigt haben, die. Gogel hast du ja in Wirklichkeit. Egal. Aufhänger hätte man die ganze Bagage sollen. Einfach so, ohne Richter. Die zwei reden übrigens nicht. Die zwei im Krankenhaus. Woher weißt du das? Ja, vom Pferdl. Unser Posten ist ja zuständig. Können Sie uns jedenfalls wie die Hosen. Ja. Ja. Schaut's, Männer. Der Kugel ist ein armer Hund. Das Ding gequält haben. Aber das ist halt der Jud. Der bis heute nichts wie Unfrieden stiftet. Ganz genau. Prost. Bitte schön. Prost. Prost. Prost, Mann. Der Jud. Immer der arme Jud, ja. Was haben wir mitgemacht? Kameraden sind neben dir zerrissen worden von den Granaten. Und es ist in dem Lazarett gestorben für die Fliegen. Er hat irgendwo verschollen, im Schnee und im Eis. Nein, jeder hat damals nur seine Pflicht getan. Es war ja noch schöner, wenn man für den Dienst am Vaterland nach 20 Jahren auch noch eingesperrt wird. Der Gogel ist durch diese Geschichte öffentlich anpatzt worden. Das ist das Schlimmste. Geht, er soll sich nichts antun. Dabei hat er den Krebs. Echt? Prostata. Meine Frau hat mir's erzählt. Er war in der Klinik und sie hat dem Arzt assistiert. Ja. Was ist? Was ist los? Nix, Kurtl. Auf uns kannst du verlassen. Das verspreche ich dir. Gut, dankeschön. Aber ich brich jetzt auf. Wir müssen alle morgen zeitig raus. Recht, oder, Männer? Was passiert euch jetzt, wenn ich mit dem Fleisch von den ganzen Viechern? Die Erika soll sie so viel nehmen, wie sie will. Und wer Lust hat, nimmt sie noch was mit heim. Ich sicher nicht. Bei mir frisst es keiner. Erika, schreib's mal alles zusammen. Ja. Schon passiert. Danke, Bürgermeister. Passt schon. Alles okay mit dem Bier? Zahn, bitte. Mhm. Was machst du denn da bei uns in der Gegend? Ich mache Urlaub. Schaust du überhaupt nicht aus wie ein Urlauber? Eigentlich schaust du auch nicht aus wie ein Salzburger. Kenn ich dich von irgendwoher? Ich glaube nicht. Na, warte mal. Ich kenne mich da gut aus bei uns in der Gegend. Falls du irgendwas wissen willst. Herzlich willkommen zu unserer Treibjagd. Wir schießen Niederwild mit Schrot. Nach dem Hornsignal Treiber rein. Darf wie immer nur noch nach außen geschossen werden, also nicht mehr in den Kessel hineinfeuern. Sonst erwischst du irrtümlich einen Kameraden und das wollen wir ja nicht, oder? Also dann, meint man's heil! 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 Thank you.
Ja, wen haben wir denn da? Den Meister Lampel? Ja. War mal zu langsam für ihn da. Ha? Haben wir ihn auf den Pelz gekriegt. Marco! Marco! Wo bist denn du, wenn ich dich ruf? Bist du oben irgendwas? Pust. Bitte um einen Moment der Stille. Kameraden, zurück zum Jagdhaus. Dort legen wir dann die Strecke auf. Aber ein bisschen ordentlicher, bitte. Und Kofler, Foto. Abmarsch. Ich komm gleich. Willst du mich erschießen, oder was? Das kannst du nicht. Ich würde nicht darauf wetten. Was willst du eigentlich von mir? Burle, hä? Was willst du mich erinnern? Da, runter. Da ist ja nichts. Los.
Interessantes Gewehr. Weißt du, da heißt Tschechisch, oder? Was glaubst du, auf wen mit dem wohl schon einer geschossen worden ist? Gehen Sie die Böschung darunter, da unten ist ein Wagen. Schau. Ich hab die auch noch immer. Aus meiner Dienstzeit. In Mauthausen. Weißt du eigentlich, dass die meisten Menschen lieber weiße Hühnereier essen als braune? Ja. Viele Hühnerzüchter haben längst damit begonnen, das in ihren Betrieben zu steuern, damit sie der Nachfrage gerecht werden können. Weißt du, was sie tun? Weißt du, was sie tun? Sie sortieren einfach die Küken, die braune Ohrenscheiben haben, aus, stecken sie in eine Kiste und vergasen sie. Ganz einfach. Dann haben sie irgendwann einmal nur noch weiße Eier. Waffe weg! Lass gut sein, Edel. Und zu einem wie dem bin ich immer noch alleine fertig geworden. Es ist doch die Sau, die verklagt hat. Der Saujud ist es. Wartet! Lasst ihn gehen. Oder lass man tanzen. Die tanzen doch so gern. Na ja, schießen! Geh! Das bringt doch nichts. Er wollte außerdem eh grad zu seinem Auto gehen und nie wieder hier auftauchen, oder? Also. Lass ihn. Ganz ruhig. Renn. 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 Renn! Saujo, Dreckiger! Komm ja auch nie wieder! Wenn du in Italien am Meer wärst. Wieso? Wie klingt man denn da? Weiter weg. Verheimlichst du mir irgendwas, Viktor? Wieso? Na, ich merke doch, dass du dich verändert hast seit dem Prozess. Wieso ziehst du nicht zu uns, wenn ich zurück bin? Die Wohnung ist doch groß genug. Mein Vater sagt, ich darf nicht ausziehen, solange ich nicht verheiratet bin. Soll das ein Heiratsantrag werden? Eine Ehe mit einem Juden kriegt seinen Segen sowieso nicht, hat er gesagt. Machst du also doch immer alles, was dein Vater dir sagt? Natürlich nicht. Ich finde heiraten aber trotzdem irgendwie altmodisch. Ja? Aufmachen, Kriminalpolizei Wien. Hallo? Kriminalpolizei, Herr Dessau? Ja. Gegen Sie liegt eine Anzeige vor. Wie bitte? Sie sind unberechtigt eine Waffe getragen haben. Außerdem liegt eine Anzeige wegen Besitzstörung, nächtlicher Ruhestörung und Körperverletzung vor. Das könnte schon was zusammenkommen. Es muss eine Verwechslung sein. Wo ist die Waffe? Ich habe keine Waffe. Es gibt keine Waffe. Ja. Moment, das dürfen Sie nicht. Sagt wer? Das Gesetz? Sie dürfen nicht einfach so dieses Zimmer durchsuchen. Ich möchte meinen Anwalt verständigen. Schau, der Besitz der Waffe allein ist ja nicht strafbar. Aber mit dir herumtun, ist das Gewehr nicht dürfen. Ich habe kein Gewehr und ich verlange, Gustl! Dass... Unterm Bett! Klassiker. Sehr einfallsreich. Tschechisch. Geladen ist sie auch. Oh, weh. Unterschreiben. So. Moment, das müssen wir erst in aller Ruhe durchlesen. Ja, nach so lang bleibe ich aber niemand da. Und was passiert jetzt? Nö, das Gewehr bleibt beschlagnahmt. Nachdem Sie angeblich nicht wissen, wo Sie es haben, wird das Gericht eine Strafe festlegen. So mit der 20er würde ich aber schon rechnen. 20.000? Viktor, bleib ruhig. Das sind Polizisten, keine Richter. Ja, es trifft ja keinen Armen. Das ist doch eh alles reiche Geschäftsleute. Wie darf ich das verstehen? Wir machen die Gesetze nicht, meine Herren. Wir müssen nur darauf schauen, dass sie eingehalten werden. Davon rate ich dir entschieden ab.
So, der Rest geht über den Postweg zusammen mit der Anzeige von Herrn Hartinger. Gogel, so heißt der Mann. Ja, wie auch immer. Sie sollen ihm jedenfalls angeblich ein paar Schläge an den Hals gehetzt haben. Verleumdung, das streiten wir entschieden ab. Naja, das werden dann die Ermittlungen ergeben. Gehen wir. Wieder schauen wir an. Oder soll man sagen, Shalom. Ich werde Beschwerde gegen Sie beide einlegen. Wegen was? Weswegen, meinen Sie? Shalom. Der Jud versteht offenbar noch immer keinen Spaß. Was habt ihr beide eigentlich gemacht während dem Krieg? Du warst doch Soldat, oder? Lass ihn doch, das ist so lange her. Ich möchte das aber wissen. Warst du ein Nazi, Fatih? Siehst du, auf was für blöde Ideen du deinen Bruder mit deinen depperten Fragen bringst. Nein, natürlich war der Fatih kein Nazi. Jeder hat damals einfach zum Militär gehen müssen, sonst wäre er selbst umgebracht worden. Wirklich? Du hast mir mal erzählt, dass du an der Front warst. Oder stimmt das etwa nicht? Ich würde dir was sagen, Nana. Du hast die Gnade der späten Geburt. Du hast keinen Krieg miterlebt. Du weißt nicht, was wir mitgemacht haben. Glaubst du, du hättest anders gehandelt? Nur weil dein jüdischer Verehrer dir weismachen will, wir hätten deine Wahl gehabt? Hast du jemanden umgebracht, Fatih? Du hörst jetzt sofort auf, solches Zeug zu reden, ja? Wir haben nichts gemacht und wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Das kannst du deinem blöden Freund auch gleich ausrichten. Das wird er mir bestimmt nicht glauben. So, du gehst jetzt auf dein Zimmer. Ich will dich heute hier nicht mehr sehen. Und den Kontakt mit dem Juden, den brichst ab. Den verbiete ich dir. Und zwar sofort, für immer. Du hast mich verstanden. Ich will jetzt eine Antwort auf die Frage, ob du ein Nazi warst. Geh auf dein Zimmer. Rudi, bitte. Wieso? Darf ich keinen Kontakt zu einem Juden haben? Was ist mit einem Neger? Oder mit einem Homosexuellen? Hannes, du gehst jetzt, das ist nichts für dich. Macht das einen Unterschied für euch? Warum? Es ist doch noch nicht so. Sofort marschier! Wieso? Ich will das doch auch wissen. Jeder in meinem Alter musste in den Krieg damals. Bin da nicht freiwillig hingegangen, das kannst du mir glauben. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass diese alten, vergangenen Geschichten, über die niemand mehr reden will, wieder aufgewärmt werden. Hier. In meinem Haus. Von meiner eigenen Tochter. Rudi, lass, sie ist jung und dumm. Nein, das ist sie nicht. Anna, ich wünsche dir, dass du nie in so eine Situation kommst, wie wir damals. Ich will doch einfach nur ganz normal drüber reden. Hör jetzt endlich auf, du dummes Mensch. Sonst kann es passieren, dass mir die Hand auskommt. So alt kannst du gar nicht sein. Du bist komplett durchgeknallt. Also, was machen wir als nächstes? Nichts, das war's. Ich habe 3 Anzeigen gemalt. Du wirst wohl jetzt nicht aufgeben. Der Gogel muss richtig Angst kriegen. Dafür müssen wir meine scheiß Angst machen. Der hat doch keine Angst, das siehst du doch. Vielleicht gibt's noch einen rechtlichen Trick, dass das Verfahren neu aufgerollt wird. Das haben wir doch schon probiert. Und auch wenn, der wird noch ein zweites Mal freigesprochen. Muss nicht sein. Mein Vertrauen in die österreichische Justiz ist scheinbar ungebrochen. Und nun Gott weiß warum. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mir irgendwas verheimlichst? Thank you.
frage mich, ob die irgendwann aufhören. Womit? Womit? Ich bin freigesprochen worden, Hermine. Unschuldig. So heißt das. Die geben aber trotzdem keine Ruhe. Was soll ich denn machen? Ich will, dass das aufhört. Obwohl die Leute hier wirklich anständig sind und zu uns stehen. Habe meine Pflicht getan, ja? Meine Pflicht als Soldat. Was hätte ich denn machen sollen, ne? Zum Göring nach Berlin fahren und ihm sagen, also damit aufhören? Oder dem Hitler einen freundlichen Brief schreiben? Du hättest doch selbst alles nicht gewusst, der Hitler. In Wahrheit waren ja wir die Opfer. Ja. Aber du hast nichts anderes getan als tausende Kameraden auch. Die Zeiten waren eben so. Jeder Wurm ist damals aus seinem Loch gekrochen. Alles, was man sich bis dahin nur im Stillen gedacht hat, durfte plötzlich laut ausgesprochen werden. Es steckt etwas Böses in jedem Menschen, Hermine, in jedem, in dir und in mir. Und damals, die haben es geschafft, das aus uns herauszuholen, verstehst du? Und auf einmal warst du jemand, du warst plötzlich etwas wert. Gut. Hast du irgendetwas von dem getan, was die dir vorwarfen? Was werfen sie mir denn vor? Frauen und Kinder. Hast du... Ich war sicher hart, Hermie, hart, weil man das von mir verlangt hat. Im Krieg regiert immer der Tod. Aber grausam. Hast du mich jemals grausam erlebt, Hermie? Also nicht. Hast du das nicht getan? Hermie, ich habe die schlimmsten Dinge gesehen, die du dir vorstellen kannst. Dinge, über die man gar nicht sprechen kann, über die man auch nicht sprechen will. Und die verfolgen mich jetzt. Ja, das ist mehr Strafe, als wozu mich irgendein Gericht auf der Welt irgendwann einmal verurteilen kann. Ich bin froh, dass du nicht so weit gegangen bist. Ein Kind ist ein Kind. Ja. Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe hinaus und pische in meinen Garten. Und atme dabei die frische Luft, die vom Wasser hereinweht. Und die mich hoffentlich auf andere Gedanken bringt. Erzähl mir das bitte trotzdem. Was? Jetzt komm, tu nicht so. Du lügst mich seit Tagen an. Was meinst du? Na, warum kommst du nach 2 Nächten in Italien schon wieder zurück nach Wien? Sehnsucht nach dir. Bitte. Das ist alles ein Riesenschmäh. Du warst überhaupt nicht am Meer. Doch. Was denkst du? Wo soll ich sonst gewesen sein? Ich kenne dich inzwischen gut genug, Viktor. Du erzählst mir nicht die Wahrheit. Doch, wirklich. Ich möchte in der Nähe von meinem Vater sein, bis er wieder ganz gesund ist. Das ist alles. Ah, und das ist dir plötzlich nach 7 oder 8 Stunden Autofahrt eingefallen?
Ja, ich habe erst gerade den Ari in der Firma angerufen. Er hat mir gesagt, dass im Geschäft sehr viel los ist und dass er mich eigentlich doch hier braucht, gerade weil der Vater nicht da ist. Wer kann das sein? Ist es schon wieder dieser Wiesenthal? Ja, bitte? Polizei! Aufmachen! Polizei? Ich erklär's dir gleich. Das nächste Mal bist du tot. Abhauen! Sie haben tief geschlafen, Viktor. Ich komme gerade von Ihrem Vater. Es geht ihm nicht gut. Er ist schwach, sehr schwach. Er glaubt, Sie sind in Italien. Ich habe ihn in diesem Glauben gelassen. Zu den Opfern zu gehören, Viktor, ist furchtbar. Aber noch furchtbarer ist es, zu den Tätern zu gehören, mit der Schuld zu leben. Sie an die nächste Generation weiterzugeben. Damit macht man nämlich die Jungen auch wieder zu Tätern. Dieser Gogol mag frei sein. Das ist schlimm und traurig. Aber er wird immer gefangen bleiben, wenn wir seine Erinnerungen am Leben halten. Verstehen Sie? Das ist unsere Aufgabe. Erholen Sie sich gut, dann sehen wir weiter, nicht wahr? Wiedersehen. Bochato, Bochato, Alumoi, Eloheinu Melech Oelom, Dayon Oemes. Dayon Oemes. Ah,
המקום, המקום, ינחם, ינחם, אותך, אותך, בתוך, בתוך, שער, שער, אבלי, אבלי, ציון, ציון, ירושלים, ירושלים. Stöger, bitte lassen Sie mich kurz mit der Anna sprechen. Sie werden die Anna nie mehr sehen. Sie wird sich bei Ihnen nie mehr melden. Bitte gehen Sie jetzt. Es geht mir nur darum, der Anna kurz zu erklären, dass... Sie noch einmal hier auftauchen. Rufe ich die Polizei. Was das soll? Hallo? Hallo? Wo waren Sie gestern? Zwischen 17 und 24 Uhr. Würden Sie mir bitte zuerst erklären, was das alles bedeutet? Oder wo ist, hat er gefragt? Hier? Ich traure. Mein Vater ist verstorben. Ich verlasse das Haus nur, wenn ich eine Verpflichtung habe. Ich heul gleich. Zeugen? Ich glaube nicht. Glaub's nicht, so hab ich. Nichts. Hier ist uns keiner. Wer sollte denn hier sein? Die Frau Hermine Hartinger. Verheiratete Kugel, wo ist die? Kenn ich die Dame? Die hat ins Gesicht gespuckt, du Witzbold. Und was ist mit ihr? Nicht frech werden. Ich verstehe wirklich nicht. Verschwunden. Seit gestern. Die Vermutung liegt nahe, dass sie entführt worden ist. Vielleicht sogar umgebracht. Damit sind sie zum engsten Kreis der Verdächtigen. Und Alibi hast du auch keins. Also, zusammenpacken und gehen wir. Moment, entschuldigen Sie. Ich habe doch ein Alibi. Ich war ja gestern selbst direkt auf der Polizeiwache bei euch. Mein Auto ist gestohlen worden. Und das habe ich angezeigt. Das war so gegen 11. Wohin wollten Sie nur fahren, so spät? Sie verlassen das Haus nur, wenn Sie Verpflichtungen haben. Ich hatte gestern Vormittag ein paar Termine wegen der Hinterlassenschaft meines Vaters. Inzwischen habe ich eingekauft und die Tasche in den Kofferraum gestellt. Bei
Bei der Ankunft zu Hause habe ich dann den Einkauf völlig vergessen. Gegen 23 Uhr hat mich aber der Hunger überfallen. Also bin ich hinunter auf die Straße. Und da war mein Auto weg. Ich bin eine Runde um die Häuser gegangen, weil ich dachte, vielleicht habe ich den Wagen anderswo abgestellt, irre mich nur. Dem war aber nicht so. Also bin ich zur Polizei gegangen. Schöne Märchenstunde. Wie meinen Sie das? Langsam, Kollege, langsam. Sie können genauso gut die Frau Hartinger oder Gogel entführt oder umgebracht haben. Dann haben Sie irgendwo die Leiche versteckt und sind mit dem Zug zurück nach Wien gefahren. Einfacher Plan. Naja, dazwischen hätte ich mir aber irgendwo auch noch das Auto stehlen oder es zumindest gewissenhaft irgendwo verschwinden lassen müssen und die Frau Gogel dazu überreden, dass sie mich zu Fuß zu ihrer Hinrichtung oder in ihr Versteck begleitet. Und das alles in knapp 7 Stunden, wovon der Herr Dessau allein etwa 4 im Zug hätte verbringen müssen. Jetzt pass auf, du. Ruhig, Schoppe. Ich nehme an, Sie beide wollen sich nicht vor dem Staatsanwalt lächerlich machen. Und schon gar nicht vor der Öffentlichkeit mit Ihrer Verschwörungstheorie. Shalom. Du musst weggehen. Sofort. Sie werden dich nicht mehr in Ruhe lassen. Es ist zu gefährlich. Für uns alle. Nach Hause kannst du nicht, da warten die bestimmt auf dich. Die oder die Polizei, damit sie dich bespitzen können. Was brauchst du alles? Das Geld aus dem Safe und ein paar persönliche Dinge. Doch. Schreib's auf.